Soda. Nicht weit von zu Hause weg sind wir jetzt da angekommen. Ein schöner Platz in der Umgebung, zwischen den Bäumen, zwischen dem Schnee. Werden wir jetzt eine Hängematte spannen. Also von Didi Hammock, die Frontline XL. Die ist ein bisschen wie ein Zelt, hat ein Moskitonetz drauf. Und darunter kommt ein Underkilt von One Degrees. Winter-Underkilt sollte auf minus 5 Grad gehen. Und rein in die ganze Hängematte kommt der Carinthia Defense 6. Den habe ich mir jetzt neu besorgt. Der wird heute zum ersten Mal getestet. Schauen mal, was er untertags bringt. Ob es mir jetzt kalt wird oder nicht. Und über das Ganze kommt ein 4x4 Meter Tarp. Im Winter recht praktisch, dass man es zumachen kann, dass kein Wind reinkommt, dass kein Schnee reinkommt. Einfach nichts. Ja, jetzt fangen wir mal an mit dem Aufbau. Ich werde euch mitnehmen ein bisschen und euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Beim Tarp habe ich ganz einfach hier einen Klemmknoten mit einem Karabiner. Das heißt, ich brauche nur das Paracord spannen und dann den Karabiner in das Tarp einhängen und einfach spannen mit den Klemmknoten. Das Tarp ist zu weit abgespannt. Es geht nicht perfekt zum Spannen, weil der Boden so gefroren ist und Bäume ein bisschen versetzt sind, aber so weit, so gut. Es steht jetzt direkt Richtung Boden runter, es kann fast kein Wind unten rein. Hier weiß ich, dass der Wind von hinten kommt, das heißt jetzt mal schön geschützt und dann wird es, glaube ich, warm. Weiter geht's mit der Hängematte. Die Baumgurte werden angebracht und dann kommt die Hängematte dran. Setup steht soweit. Die Hängematte ist drin, Underkilt ist drunter, Schlafsack Defense 6 ist drin. Es sieht hier ein bisschen aus, als wie wenn die Hängematte sehr hoch gespannt ist, aber bei der Hängematte ist es so, dass sie relativ weit durchhängt unten und von dem her passt das eigentlich so ganz genau. Und natürlich im Winter ist es auch praktisch, wenn du näher am Dach bist, da weniger Wärme verloren gehen kann. Und ich werde euch dann mit reinnehmen, dann können wir das Ganze mal von drinnen anschauen. So, ich habe jetzt mal reingeschmissen. So sieht das Ganze von innen aus. Ich habe den Defense 6 hier noch nicht zugemacht. Und Hängematte hängt perfekt, es ist wirklich gut zu liegen. Ja, ich kann hier dann noch zumachen alles. Defense 6 ganz zumachen. Wenn ich den Defense 6 ganz zumache, dann seht ihr mich nicht mehr. Aber ich muss sagen, es ist jetzt schon warm. Ich bin jetzt in langer Unterhose und dünner Jacke drin. Und es ist jetzt wirklich schon warm in Defense 6. Und ich glaube, so lässt sich eine Nacht lang gut aushalten. So, jetzt habe ich gut eine Stunde hier drinnen geschlafen. Oh, Defense 6 ist der Wahnsinn, schön warm, alles cool. Draußen haut es überall den Schnee runter. Jetzt hat es mir den ganzen Brocken auf das Tarp gehaut, jetzt bin ich munter geworden. War ganz cool. Ja, wir haben jetzt minus 7 Grad.
Underkill funktioniert tadellos, Defense 6 funktioniert tadellos. Alles wirklich cool. Ich freue mich schon auf die erste Nacht draußen. Jo. So, der erste Test ist absolviert. Ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem ganzen Setup. Es passt alles, funktioniert alles tadellos. Ich werde jetzt wieder zusammenpacken, werde mich auf den Heimweg machen. Und ja, das nächste Mal, wenn ich die Nacht draußen verbringe, nehme ich euch mit. Dann wird es ein bisschen ein längeres Video. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.